Das ist wichtig. Die erste Kurve hier wird verdammt eng. Nichts Unvernünftiges passiert. Aber wir sehen alle sehr, sehr vernünftig. Reihen sich hintereinander. Aber da gab es schon gerade ein bisschen, das war ein leichtes Verbremsung von einem der Acuras. Ja, und da hat es aber Kontakt gegeben zwischen zwei Fahrzeugen. Da flogen schon ein paar Teile durch die Gegend. Wir werden gleich sehen, wer da betroffen war. Also es hat augenscheinlich da einen Kontakt zwischen zwei Fahrzeugen im Vorderfeld gegeben. Ja. Und Ryan Briscoe hat die Pole Position umsetzen können in die Führung, gefolgt von seinem Teamkollegen von Timo Bernhard. Ja, man sieht ja, Ryan Briscoe kann sich da auch schon ein paar Meter ein bisschen absetzen, wobei das auch zu früh zu sagen ist, aber scheinbar ist er sehr, sehr gut auf den noch nicht ganz so warmen Reifen und kann da gleich eine kleine Lücke rausholen. Die Audis, sieht man, hängen hinter den Acuras fest. Kommen da zwar mit, aber gar nicht richtig vorbei. So, da haben wir den ersten kleinen Ausrutscher, die Startnummer 73. Das Auto von Tafel Racing, nämlich Tafel und Dominik Farnbacher, der war der Pilot. Ja, und von der Strecke wird uns gemeldet, dass die Startnummer 9 wohl das Auto gewesen ist, das da betroffen war von der leichten Kollision. Der Acura von Brabham und Stefan Johansen. Und da sehen wir es. Da haben wir die Wiederholung. Das war zusammen mit dem Dyson Porsche, müsste ja, das gewesen ja, sein. Ja, so sah es aus. Da sehen wir es nochmal. Ja, da war man sich nicht einig über die Vorfahrt und schon ging es dahin. Das war ein bisschen unsicher von Stefan Johansen. Der hat es dann mit Gewalt ein bisschen probiert. Und der Geismus, der... Ja, und da sehen wir hinten den Ausrutscher von Dominik Farnbacher. Ja, klassisch rumgedreht. Ja, der Geismus hat ihm eigentlich Luft gelassen, aber Stefan Johansen hat dann ein bisschen gemeint, er müsste ihn wegschieben und hat sich selbst ein Bein gestellt natürlich. Die Flaps sind davon geflogen und jetzt wird er, denke ich mal, das ganze Rennen mit ein bisschen Untersteuern zu kämpfen haben. Da kommt schon der Erste in die Box rein.